überlegen, ob wir das vorne oder hinten dran hängen. Jetzt muss ich irgendwas dagegen tun, dass ich gerade verhungere. So. Ich habe jetzt Rohe Echse verdorben. Schade. 30 Heidelbeeren gesammelt. Das ist gut. Sind alles rohe Hasen. Mann. Wieso sind die alle noch roh? Weil ihr sie gerade erst aufgehängt habt. Ja, das ist schon eine Weile her, dass ich die ja aufgehängt habe. Aber zwischendurch war bestimmt schon wieder irgendeiner hier und oh, guck mal, die sind alle fertig. Nam. Dann zwei Fische, zwei Echsen habe ich hingehängt. Und das Bein war ich nicht. Ja, das war ja Bein? dein. Mmh. Ja, ein Das Bein war dein Gott. Hat er doch gesagt. Ja, eben. Kannst du mir nicht zu? Rohe Echse, ist mir egal, dann fress ich die jetzt halt roh. Nein, geht nicht. Oh. Dafür muss ich erst das Feuer anmachen. Wo ist das blöde Feuer? Haben wir hier nicht ein Feuer gemacht? Ja, links von der Ja. Hütte. Kanda, ich hätte dich fast erschossen. Das sieht nicht aus wie eine Rehe. Nein, jetzt habe ich das gammelige alte Fleisch Guck gegessen. mal, Ist das Kanda, hier eklig. sind Zelte. Wow! Und ich springe fast über die Klippe, Alter. Aber mit Hasen habe ich so mein Glück hier. Also. Hasen sind auch schwer zu kriegen. Das ist Deswegen wohl so. ich schieß die deswegen immer. Das Das ist stimmt. deutlich einfacher, Dann finde gehe ich. ich halt einfach, wenn ich hier gemobbt werde. Wo bist du denn gemobbt worden? Oder gar nicht. Werde ich gemobbt? Wird wen gemobbt? Keine Ahnung. Wir mobben niemanden. Aus dem Alter sind wir raus. Richtig. Das haben wir gar nicht nötig. Dafür bist du auch viel zu weit weg. Glaube ich. Welchen Nutzen hätten wir davon? Ist immer die Frage. Was würde uns das bringen? Könnten wir davon besser schlafen? Nein. Das ist Wenn dumm. sich quasi Putzfrauen gegenseitig ärgern bei der Arbeit, mobben die sich dann? Die wienern sich. Ist wieder was anderes. Too much information. Guck doch mal, kann da rechts. Das sind Zelte, ja, ich weiß. Du bist ja total unauffällig wieder, Anni. Meine Fresse doch. Ich versuche ihn da gerade hinzuschieben, aber er geht ja nicht gucken. Ja, ich war ganz heiß auf dem Blaubeerbeutel aus Hasenfell. Haha, er schwimmt wirklich rüber. Chanda. Hätte nicht gedacht, dass er. Bibel im Käfig. Und Was? das an so einem hohen Feiertag. Was für ein Feiertag? Ein hoher oder ein hohler Feiertag? Was hast du gesagt? Also, ich bin sicher, dass es Erholer meinte. Ach ja, ihr habt heute gar keinen Feiertag, ne? Ihr habt ja Nein, immer noch arbeiten nicht. müssen. Mein Gott, ihr seid so arm dran. Heute ist Fronleichnam, was auch ein Leichnam so froh sein kann, aber so heißt er. Das nicht auch Allerheiligen oder irgendwie sowas? Das Nee. war auch mal. Allerheiligen ist im November, 1. November, Ach so, okay. glaube ich, ja. Ach, das ist hier Halloween. Das ist der 31. Ja, das Oktober, ist genau. Oktober, ja. Genau. Irgendwie so. Kann ich Mod werden? Nein. Tut mir leid, aber Leute, die ich nicht kenne, werden bei mir nicht Mod. Und ich sehe dich heute zum ersten Mal quasi. Also, öfters reingucken. Genau! Das ist der Trick an der Sache. Außerdem lohnt sich das, glaube ich, noch gar nicht so richtig. So viele Leute sind hier im Stream eigentlich immer gar nicht unterwegs, dass sich das lohnt, hier groß Mods einzusetzen. Und es gibt bereits zwei Mods. Insofern. So, jetzt bin ich, ihr seid jetzt da hinten am Rumäumeln die ganze Zeit und ich baue die Basis, oder wie versteht ihr das? Es heilt noch in meinen Ohren nach, dass irgendwer gesagt hat, ach komm, lasst uns hier doch mal bisschen die Basis einrichten und dann hörte ich nur Was noch in ist der da vorne Entfernung, am? guck mal, Zelte. Ein Haus aus dem Trockenen und eine Bank und ein Feuer, was willst du noch bauen? Das weißt du doch nicht. Eben. Dann könnt ihr hier auf der Insel zum Beispiel auch mal in den Häusern noch so Regale verteilen, wo man die ganzen Medikamente drin sammelt, die wir hier die ganze Zeit finden und nicht mitnehmen können. Gute Nicht wahr? Idee. Die Speertasche? Wofür brauche ich eine Speertasche? Sie neu? Ja, du kannst ja Speere bauen, dann kannst du halt da viele reinpacken zum Werfen wahrscheinlich. Toll. Aber für zwei Wildschweine, zwei Rehe,
drei Bänder und zwei Tuch, ist mir das eigentlich fast zu teuer. Ich habe meinen Speer geworfen. Oh Mann, dann schau. Aber Respekt, dass du weitermachst. Weit weg, das gefällt mir gar nicht. Und wir zurück. Ja. Du, wir machen das hier auch hauptsächlich aus Spaß. Das ist, ja, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Anspruch, hier groß, reich und berühmt zu werden. Das ist sowieso den wenigsten vergönnt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Wir hatten hier auch schon 10 oder 20 Leute, aber ganz ehrlich. Ja, eine vergessene Kunst des Lebens, Spaß zu haben. Ja, das ist wahr. Nur der Erfolg zählt. So, was habe ich da noch gesehen? Ranuri, bauen wir eine neue Basis? Nein, Ranuri, wir bauen einen neuen Außenposten, sagen wir mal so. Weil das durchaus Sinn macht, mehrere Orte zu haben, an denen man Zuflucht findet, an denen man vielleicht auch Futter vorrätig hat oder relativ schnell herstellen kann. Maga, kannst du endlich mal das Feuerzeug weglegen? Der macht mich total kirre. Wir wollen zum Beispiel auch Federn. Ich die ganze Zeit mit dem Feuerzeug rumspiele. Weißt du, anstatt das mal wegzulegen. Ich depp. Depp, depp. Depp, depp. So, ich habe noch 4 weitere Häuser gebaut. Jeden eins. Ja, genau. Falls es kommen noch 3 dazu, sind die 7 Zwerge dann. Was? Oh, Ranui hat das böse Wort gesagt. Tibi! Tibi, wo bist du? Tibi, Spatz! Boah, könntest du Ranui aus dem Chat verbannen? Ich finde das nicht okay, dass ihr uns immer an Tibi erinnert. Ja, genau. So. Okay, also den Stream Elements Bot, den sollte ich, glaube ich, mal von der Frequenz herunterschalten. Ne? Der labert mir zu oft. Ranuri, bekommst du Channel Points unten? Das ist so ein lilaner Blupsi da unten unter dem Chat, links. Bekommst du Channel Points dafür, dass du online bist? Das würde mich ja mal interessieren, warum. Oder Andi, bekommst du Channel Points? Das ist diese Kugel unten links? Ja. Steht da eine Zahl neben? 2300. Ja. Also bekommst du Channel Points. Komisch. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Geile ist, dass ich jetzt hier ganz toll gerade das Baubuch aufgemacht hatte und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Doch, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte... Wow, die Nachricht wird ja richtig rausgehoben. Alter. Und der Fanger geht. Ja, ich habe gerade Punkte verarbeitet. Gehst du denn hin? Wer hat mein Beet fertig gemacht? Welcher Idiot war? Keine Zeit für so eine Scheiße, was soll das? So, jetzt müssen wir ja nur das Richtige reinpflanzen. Blaubeeren. Ja. Machen wir das mal. Pflanz mal einen rein. Richtig schön. Wir brauchen, wir brauchen ja sowieso als erstes Dünger, ne? Pflanz mal ordentlich einen rein. Ja. Mit der Säge, genau. Kannst schon mal eine Furche ziehen dann und dann. Kennst dich aus. Oh ja. In einem eigenen Garten kennt man sich so richtig aus, Alter. Also, ich hätte. Wenn du auf den türkisen. Türkisen? Lila meinst du, oder was meinst du? Du kannst deine Channel Points nicht abholen? Oder wie? Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. Wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Genau. Ich habe vor einer Minute Beeren gepflanzt. Warum wachsen da keine? Ja, genau. Im echten Leben geht das viel schneller. Ja, genau. Über Asterix und Obelix. Die Römer genau, den so. Wald abgeholzt haben und Miraculix so eine super Bäume dahin schmeißt. Ja. Ich stopfe hier einfach alles Mögliche in den Beutel rein, das passt schon. Da kann man ja auch Pilze mit sammeln, meine ich.
Ja. Warum auch nicht? Ist ja groß genug. Ich meine, zwei Hasen groß. Und schön zusammengeklebt. Ganz mit dem alten Blut. Schön, schön, schön. Sollen wir mal gucken, was ist in dem Beutelchen drin? In dem Beutelchen sind 21 Heidelbeeren. Drei Heckenkirschen und... Ne, die Zähne sind nicht in dem Beutel drin. Da heißt noch aber Heckenpenner. Meinst du, die sind in dem Beutel drin? Hatte ich es erwartet, ja. Weiß nicht. Da passt ihr beide doch gar nicht rein. Ganz Chicorée, weil Chicorée kann man auch ganz gut essen. Habe ich vorhin durch die Höhle gebracht. Aber irgendwie mit Hasen ist ganz schlecht. Echsen könnte ich Leute mit totschlagen, aber mit Hasen? Hasenfallen kann man auch bauen. Ja, ich weiß. Aber ist alle weggefangen. Wenn man so ein bisschen Talent fragt, nö, also ich laufe gerade einem hinterher hier. Einem Hasi. Oh, wo ist das Hasi hin? Über Stream habt ihr gesehen, wohin das miese kleine Hasi sich verpisst. Da. Ja, Ranuri kann die auch einlösen, guck. Warte, ich muss mich gerade auf den Hasen konzentrieren. Ich hab. Es laufen hier sogar zwei vor mir. Ein Reh scheuche ich gerade so. Ein Reh. Hasen erwischt. Ah, ich bin zu doof. Ach, weißt du. Kannst du so nicht sagen. Ich hab einen Hasen erwischt, oh Gott. Aus Versehen hat er einen Reh ja. Schön. Irgendwo die Erde gestochert. Ah, Ranuri kann das auch. Ja, ist das schön. Dein Mann? Hä? Deine Mutter? Was? Wie dein Mann? Steh ich nicht. Gott, sind wir allein. Ja, ja, töten, töten, drauf einstechen. Auf was? Das Reh. Ach so. Du wirst hier beobachtet. Ich wusste das nicht. Ich weiß ja nicht, was du da wieder siehst. Bisschen dunkel. Da liegen hier Hasenköpfe rum, sag mal. Der Hasen ist doch gar kein Problem. Klatsch. Ah, gleich bin ich tot. Sowas von. Allein schon Respekt. Respekt, dass du trotz des Weiter-Streams aus, dass nur drei Leute da sind. Mir noch wo was, ey. Oh, so viele. Das ist nicht entscheidend. So viele, ja, genau. Da kann ich gar nicht mehr um. Nö. Ah, da kann man nicht auf die Veranda sitzen. Das ist ein bisschen schade jetzt. Dann steht sie hier nämlich schief in der Gegend rum. Naja, halt so. Bis nachts den Hasen hinterherjagen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein. Nicht unbedingt. Warum nicht? Weil du damit kostbare Zeit verschwendest, die du damit verbringen könntest. Ach shit, ich habe den falsch gebaut. Nein. Nochmal. Ich sehe nichts. Wie gehört der? So. Da muss man ein wenig illuminiert hier. Illumi wer? Illumifati. Eckenschädelschlampe. Was ist das denn? Die muss man da so direkt an die Decke hängen? Das ist ja ein bisschen doof. Ah, so geht's. Du musst eine Deckenschädellampe an die Decke hängen. Aha. Ja, du kannst sie nicht oben an den 10-Liter-Decke hängen. Du musst also sie seitlich auf die Schräge hängen. Na dann macht deine Aussage natürlich mehr Sinn. Und jetzt fehlt mir, habt ihr genug davon, denke ich mal, geh mal einer rein und lass mal einen Schädel da. Ja, nicht so wie alle anderen Like, sondern einen Schädel. Schön, da hast du hier noch ein Wasser. Wie heißt denn das? Ein Schildkrötenpanzer? Einen Wasserschildkrötenpanzer. Ein Tussi, hi! Schön, dass du vorbeischaust. Dann bau doch bitte nochmal so einen Wasserspender. Oh, Tussi hat sogar schon. Ach ja, weil du ein Abo hier von Dings gekriegt hast. Warum? Sogar. Warum, Andi, warum hast du den Button denn gar nicht? Das verstehe ich nicht. Welchen Button hat er?
So, weil du, nee. Kann da? Nee, bist du gar nicht, ne? Du bist gar kein nee. Abonnent. Warum bist du eigentlich gar kein Abonnent? Was ist da los? Bin ich doch. Nein. Ja. Ah, nee. Wie, ich bin kein Abonnent? Weiß ich nicht. Ist das so? Ich bin sogar dein großer Sponsor. Du bist mein großer erster Abonnent eigentlich gewesen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Der blöde Baum hier muss jetzt mal weg. Der stört. Der wedelt in der Hütte rum. Das geht überhaupt nicht. Hau nicht die Hütte weg. So, ihr habt doch beide noch Schildkrötenpanzer, ne? Nein. Warum? Ich habe vielleicht noch einen. Habe ich noch einen? Wir haben da unten bei der Yacht noch zwei Dinger hingebaut. Da habe ich meinen letzten verbraucht. Gut, dann haben wir zumindest zweimal die Möglichkeit, noch sauberes Wasser zu finden, ohne abzukochen. Achtung, kann der Baum? Das meint er echt ernst, das zieht er einfach durch, der Sack. Ja. Sei mal nicht so närrisch. Gleich mache ich auch noch die Wurzel weg, damit er da auch nicht wiederkommt. Beim Zahnarzt. Genau, eine Wurzelbehandlung. Wenn der mit der Flugzeugachse reinkommt, ich muss... Wenn wir keine Axt haben, dann hat er Forest gespielt. Tosi ist gar nicht selber am Stream. Du bist wahrscheinlich selber fertig, ne? Oder? Hast du das hier? Hab ich geguckt. So. So, Hase hingehängt. Ja, Futter haben wir jetzt schon gut. Oh ja, Futter, da sagst du was. Und Wasser hätten wir eigentlich hier unten im ganzen Fluss. Ja, aber ist ja nicht sauber. Ja, aber muss ja jedes Mal. Ach, ich habe es nie gemacht. Wollen wir machen. Aber mach kurz. Lebensenergie. Ich nicht. Ich habe doch Chlortabletten gefunden. Ach, du warst ja hier. Ja, aber die muss man immer aus der Packung frickeln, das finde ich kacke. Ja, genau. Oh Mann. Ah, schön. Oh, guck mal hier. Ding. Oh, ich muss mich mal waschen gehen. Mach ich bei Mondschein mache ich das am liebsten. Oh. Mm. Auch so gut verschmiert. Da muss ich immer an meine Frau denken, die zu Hause im warmen Bett liegt. Wir hätten eigentlich die Bank da platziert. Und hier. Schwanzschnitte und Mandarinsahne-Schnitte frisst, werde ich hier auf der Insel verrotte. Das ja, Miststück! Du hast ziemlich verloren. Komm mal nicht nach Hause. Oh, den Burschen. Da können wir schlafen. Ist uns gar nicht aufgefallen, dass da oben eine Kamera hängt. Nein. Oh, wie gut, dass ich noch einen Trinkbeutel mit 100% Füllung hatte. Ja. Oh, ich nehme noch 57. Ja. Dann sollte ich vielleicht nochmal was trinken gehen, ne? Trinken? Ja, ich habe aus dem Büdel getrunken, ne? Nur falls koche ich mir einmal Wasser und mache den Büdel wieder voll. Ja, genau das hatte ich jetzt auch vor, aber hier zum Beispiel schaut es so, als würde man dieses Wasser nicht nutzen können dafür. Ach. Unter Umständen Salzwasser? Weiß ich nicht. Hat wer noch Heidelbeeren? Zum Pflanzen, meinst du? Ja, Samen. Mal Heidelbeersamen. Mhm. Ja, ich hoffe. Muss ich gleich mal gucken. Jetzt mal schauen. Das mache ich mit. Oh nein, also ich kann hier an dem Gewässer kann ich den Topf nicht benutzen. Dann musst du hinten zu dem See laufen. Ja, kannst auch Fischmehl bringen. Renn doch jetzt nicht im Dunkeln hin, ich bin doch eine Irre. Wir können gleich schlafen, es dauert nicht mehr lang. So, Jungs. So niemand schläft. Das ist auf jeden Fall besser als gestern. Nee, Freitag streamst du. Achso, zeigen. Tosi, alles klar. Schläfst, du willst noch deine Serie schauen? Ja, wir sind deine Serie. Halt, nein, lass sie nicht gehen. Wir sind deine Serie, genau. Ein Trio mit drei Würmern. Nein. Oh, Special Edition. Special Edition. Mit Longdongs. Bis Dienstag, ciao, ciao. Ah ja. Mit zwei großen und einem kleinen Wurm. Das könnt ihr nachdenken. Oh Mann. Die Anaconda. Ja. Die Anaconda und die zwei Würmer auf der Insel. Ja, genau. Oh Mann. Analconda und. Oh, ja, genau. Die Python-Faust. Sag mal!
Python-Sys. Okay. Oh Mann, oh Mann. Ach übrigens, wenn jemand was gebrochen hat und sich dann Knubbel drum bildet, ist normal, ne? Ja, wir sind uns halt nur nicht sicher, ob die ist von der Größe her immer noch. Ja. Aber ja, jetzt wo du das sagst, das erinnert deine Visage. Was? Das erklärt, wo das Gesicht herkommt. So. So. Bin ich hier tatsächlich quer über die halbe Insel gelaufen mit dem Top in der Hand. Super. Hast du gut gemacht. Ist schon ein wenig entwürdigend. Aber wir können schlafen, wenn wir wollten. Ich verstehe euch nicht, ihr wird voll laut geschnarcht. Was? Nee, ich muss jetzt erstmal hier darauf warten, dass mein blöder Topf fertig ist. Qualmt aber schon ganz schön. Ich bin noch nicht so fertig. Ich hab noch mal eine Beere reingetan, aber. Lässt Wasser anbrennen. Welche denn? Die Heidelbeeren? Keine Ahnung. Meinst du, da wird ein Heidelbeereis draus? Nee, ja, genau. Vielleicht hat es ja besonders tolle Wirkung dann. Vielleicht. Ja, wenn du es kombinieren kannst, wird es. Wenn es dann endlich mal fertig werden würde, dann wäre das schon mal. Die Reden schmieren. Guck, ich habe auch noch eine Beere gesponsert. Das sieht aber toll aus. Oh, in der Luft, sehr gut. Du alter Was jetzt, wie viele denn noch? Hallo, kann das Wasser endlich mal fertig werden, oder? Alter, weißt du, wie aufwendig das ist, Wasser zu... Jetzt kann man da noch Fleisch reintun? Und Aloe und... Mhm. Was, ich soll da noch Fleisch mit reintun? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es bei den Heidel werden lassen. Voll das leckere Heidelbeer-Ragout. Ich kann auch einen Fuß sponsern. Ja, nein! Käsesuppe. Aber man kann den da nicht jetzt nicht. Kriegst du da jetzt nicht wieder runter? Suppe, genau. Ja, du hör mal auf, das ständig anzuheizen, weil dann irgendwann geht das Feuer aus und dann kommt man vielleicht an den Topf wieder ran. Alles verdampft. Aber es qualmt schön. Da ist irgendwas. Warte, nichts machen. Das wäre der Unterschied zu sonst. Nö. Habe ich so weggesoffen und keine Ahnung. Musst du doch kombinieren. Hä? Muss ich vorher auspacken? Mit dem Wasserschlauch. Hä? Ich hatte den Wasserschlauch in der Hand und dann kannst du normalerweise, wenn du E drückst und gerade was und voll bist, dann füllt er den Wasserschlauch auf. Hat er aber nicht gemacht, sondern ich habe es mir direkt reingepfiffen. So. Ach, wieder kein Wasser. Toll. Ich kenne einen guten See. Achso, wir wollten noch schlafen gehen, ne? Ja, eine Runde pofen. Nimm die Finger weg. Gibt's da zu lachen? Ich weiß ja nicht, was du unter Po-Fan verstehst, aber das hat mit Fingern nichts zu tun. Ich sag, das kann er. Ich hab keine Fantasie. Da heißt doch Anta Fanta. Bis 22.30 Uhr. Was? Was? Wie lange streamst du noch? Ja, bis 22.30 Uhr, genau. So bummelig eine halbe Stunde noch. Gern geschehen. Gern geschehen. Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich hier DarkGamer289. Moin. Herzlich willkommen. Im Wald. Ich glaube, die Basis, ja, die Heidelbeeren. Also mehr Schildkrötenzeugs können wir hier sicherlich noch gebrauchen, aber im Grundsatz hier sind wir doch erstmal gut aufgestellt hier, oder? Ja, wenn ich meinen zweiten Hasen habe. Guck mal, wie viel Zähne an meiner Axt kleben. Das kommt, weil du den Leuten immer direkt in die Fresse haust. Die bleiben dann ganz automatisch kleben. Du meinst, ich sollte sie waschen? Die Axt oder die Zähne? Beides.
Eins wollte ich noch gucken, weißt du? Eins wollte ich noch gucken. Warte. Nein. Ein Treffen in der Mod unter großen Jubel. Captain Vatarox. Applaus, genau. Jetzt hört mal auf, der glaubt das nachher. Und wie soll ich dich nennen? Isu nenne ich dich jetzt. Der Rest ist mir zu lang. Isu. Isu kannst du ja noch nehmen. Isoprofen. Isoprofen, Alter. Du lebst auch zu lange schon in Corona-Zeit, ja, ne? Ja. Mhm. Definitiv. Das ist es auch nicht? Oh, cool, hier liegt ein Bein. Ist bestimmt voll trocken. Ah, ein trockenes Fuß. Ach, da habe ich sie gefunden. Acht haben wir, glaube ich. Captain, war deine Schicht schon wieder so lang oder was war? Ein Treffen der Großen. Warte mal, du wolltest Jubel haben? Pass auf. So. Ja, schön, dass du da bist, Captain. Patrick Isostar. Patrick Isostar. Patrick, ist das nicht dieser Seestern? SpongeBobs bester Freund. Ja. Guck mal, SpongeBob hat mehr Freunde als John. Ihr seid so gemein zu mir. Alleine, ihr seid voll doof. Ihr seid voll die Spacken. Da gelitten ihr, ey. Assi-Kinder, ey. Ich kann auch nichts für deine einsame Kindheit. Gib uns nicht für alles die Schuld. Doch, außerdem heißt es, gib uns nicht für alles die Schuld. Ich wusste nicht. Oder mal gucken, wer eine einsame Kindheit hatte. Raduri. Ja, genau, Raduri. Du musst ins Bett, los. Und ganz schön aus dem Hintergrund von die Kelle. Klatsch. Wow, ich habe unser erstes Regal gebaut. Geil, Alter. Deswegen hast du die ganzen Riegel gefangen. Ja. So, ich lege hier jetzt mal Medikamente hin. Wäre toll, wenn die da dann irgendwann später auch nochmal stehen. Was haben wir noch Schönes? Was habe ich noch Schönes, was ich entbehren kann? Dosen schmeiße ich da auch schon mal rein. Dreckshase? Gibt's doch gar nicht. Dreckshase? Jagst du dich schon wieder zu Fuß? So hast du irgendwie ein Hoverboard? Er macht das immer mit dem Bogen. Ich schieß dir was. Ganz harter. Hexe! Hexe gehen immer gut. Da liegt ein Hase, bitteschön. Ja, und lang. Panda, Hase. Ja, ich hab da. Lang ich hab auch lang. Einen. Achso. Okay. Ich hab einen. Aber. So. Jetzt freue ich mich auf meinen Beutel voller Blaubeeren. Ich bin länger hier. Brauchst du nicht mehr? Nee, ich habe jetzt zwei. Reicht, glaube ich. Der Stream Elements ist ein Bot, der alle. Ich meine, ich hatte 10 Minuten eingestellt, aber gefühlt sind es alle 5 Minuten hier. Einfach loslabert, ungefragt. Ja, ungefragt. Was hast du eingestellt? Ja. Aber da hat er noch nicht gesagt, dass er so viel redet. Stell dir vor, wenn er sagt alle 10 Minuten, dann meint er wahrscheinlich. Oh, guck mal, ich krieg wieder eine Nachricht von Twitter. Andi stinkt. Die hatten wir doch schon mal, oder? Weiß ich nicht. Naja. Warte mal, ich hab einen Pfeil, da steht der Name drauf. Würde ich euch gerne bekannt machen. Ja, ich heiße Andafanga. Ja, da genau. Muss der Pfeil rein. Ich weiß nicht. Irgendwie klingt das komisch, was du erzählst. Ja. Ich laufe hier gerade so ein bisschen orientierungslos auf der Insel rum. Eigentlich wollte ich, was wollte ich denn haben? Ich habe noch 1-2 Hasenfälle. Gott, habe ich viele von den Dingern hier. Aber da laufen auch viele Hasen rum. Ja, ich habe mittlerweile... Ich hab mein Beutelchen gebaut. Ey, wenn ich all die Hasen mitnehmen, müsste ich rumlaufen, ey. All die Hasen. Die Aldi-Hasen. Ihr seid so lustig. Oh, toll, jetzt habe ich nichts mehr, was man nach Hase noch bauen kann. Doch, Hasenfellstiefel. 2 Band, 3. Und einen Köcher. Oh, Köcher. 3 Hasen brauche ich. Also brauche ich noch 2.
Hasenfell, Brustwarzen, Quasten. Ja. Nein. Brustwarzen. Gott. Hey, Brustwarzen. Ein Köcher konnte ich bauen. Bitte? Nichts, alles gut. Du bist ja nicht im Stream, ist auch gut so. Andi ist nicht im Stream und das ist gut. So, mein Gott, fünf Leute. Jetzt sind wir länger hier geschaut. So, sind alle wieder so schweigsam im Stream.